Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15. Jetzt sind wir im Premier Cup unterwegs. Der geht noch 2 Tage lang. Das bedeutet, ich werde auf jeden Fall Minimum eine Runde spielen. Das ist jetzt logischerweise am Stück, weil dann läuft es einfach besser. Endlich ist das Problem mit der oberen rechten Anzeige gelöst worden von Nvidia oder sonst irgendwem. Auf jeden Fall, es funktioniert wieder so, wie es muss. Team und Trikot wechseln. Ich will Dortmund, also nach Deutschland. Das wäre in die andere Richtung deutlich schneller gewesen. Ja, es geht in die Richtung aber deutlich schneller. Sind wir schon bei B. Borussia Dortmund, ja. Wie ist es die normale Aufstellung mit der Spiele? Sieht gut aus, ne? Weidenfeller im Tor auf jeden Fall. Langerak ist hier noch nicht so stark. Dann nächste Saison werde ich den wahrscheinlich verwenden, sofern ich mit Dortmund spiele. Und dann würde ich sagen, lass uns mal loslegen hier. Ah, ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns jetzt erwarten wird. In der letzten Runde, als ich den Pokal gestartet habe, da lief es ja nicht so dolle. Da war ich auch gerade in einem Moment an Niederlagen in Serie. Ich hoffe mal, dass es jetzt was wird. Gut genug spielen tue ich ja mittlerweile wieder. Und zack. So, bei Regen. So eine Scheiße. Gegen Barcelona. Das könnte lustig werden. Reus. Schön, Mkhitaryan. Kagawa. Mkhitaryan. Kagawa. Heue. Wird schon gefährlich. Okay, mit zurückkommen. Und zack, ein bisschen stärker. Schade. Gut gespielt. Ach, schade, dann wollte ich nochmal drüber lupfen. Man merkt schon, der Rasen ist nass. Logisch, regnet ja auch in Ström. Das macht es schwieriger. Natürlich wird es nicht einfach. Es kommt auch voll drauf an, wie gut der Gegner selbst ist. Der die ganze Mannschaft steuert. Den hätte er eigentlich ablegen müssen. Damit habe ich eigentlich auch gerechnet. Habe mich auch so reingekritscht. Komm, Ober. Komm, Aubameyang. Scheiße. Ich dachte, so zickst ich ihn aus. Aber den Trick wollte ich eigentlich auch gar nicht. Gut, Kampel. Hey, 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 schade. Dranbleiben, Jungs. Ei, 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 ei. Ah, das wird gelb geben. Den habe ich ja mal voll umgehauen. Oh, kleiner Huster. Ich glaube nicht, dass er ihn kurz spielt, aber nur zur Sicherheit. Ne, den spielt er nicht kurz. Ah, dafür habe ich jetzt einen mit dastehen. Schön vorbeigegangen. Gut gemacht. Aubameyang. 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 1-0! Dortmund führt! Schönes Tor. Und zack. Verzögert und wunderbar gemacht. Ach komm, Pussy. Da war gar nichts. Und jetzt kommt Messi zum Freistoß, was nie gut ist. Hey, 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 der kann es auf jeden Fall einigermaßen. Minimum. Oben lang. Einfach mal der Versuch. Komm, Kampel. Gut gemacht. Schön. 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 Oh Mann. Ah. Alter, dass der nicht reingeht. Darf nicht wahr sein. Schade. Mitgehen. Gut, mitgegangen, Jungs.
Ja, shit. Gut gemacht. Gut. Gut, gut, gut. Schade. Dranbleiben. Stark gespielt. Schöner Pass. Und jetzt unten lang. Und nochmal. Schade. Den setze ich richtig unter Druck hier. Ach komm! Was pfeift denn der für ein Blödsinn? So, da ist komplett frei. Alles komplett frei. Wieder in die Mitte. Wieder abseits. Da ist ja sowas von unterlegen. Na, verdammt. Komm! Shit, 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 shit. Nachsetzen. Dranbleiben, Junge. Okay, wieder auf Defensive gehen. Früh angreifen, aber. Gut mitgegangen. Schade. Neymar. Xavi. Tackle here. Marco Reus. Okay. Oh, 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 oh. Alles wieder gut? Doch nicht. Ah, oh, schon wieder abseits. Willst du mich verarschen? Wie oft stehe ich denn heute bitte schön abseits? Macht Gündogan gut. Bleib dran, dranbleiben. Ach, schade. Hab's doch gesehen. Jetzt ist Zentrum leer. Gut gemacht. Hummels. Stark. Und wieder durchgesteckt. Kagawa. Ganz oben. Komm, nochmal. Nachsetzen. Hinterher, dranbleiben. Okay, Einwurf. Okay, da müssen jetzt erstmal die Leute kommen. Alter, haut der mich da um. Ich dachte, ich mache mit so einem kleinen Trick nochmal den Pass. Ich bin ein bisschen überheblich gerade, ne? Steht halt auch nur 1-0. Aber im Pokal bin ich eigentlich immer überheblich. Da geht es nämlich nicht um so viel. Man kann halt nirgendwo absteigen. Und da finde ich es nicht so tragisch. Da würde ich gerne wissen, wofür. Aber gut, ich nehme sie natürlich trotzdem. Macht nämlich richtig Spaß gerade. Der ist saumäßig unterlegen. Schön gespielt. Reus. Hummels macht das stark. Dranbleiben. Abseits. Was? Kein... Doch, abseits. Ich hab's doch gesehen, wie die Fahne hochging. Auf einmal ging's weiter und weiter und weiter. Und den spielen wir mal da oben hin. Alter, der haut mir da voll die Beine weg. Gut gemacht von Hummels. Halbzeit. Ich habe nicht viele Schüsse aufs Tor, aber ich bin so viel besser. Und ich meine, der Pfostenschuss bzw. Latte geht hier überhaupt nicht in die Statistik rein. Oh, was versucht er jetzt für schöne Tricks hier? Ist ja ganz süß. Okay, auf geht's. Ab geht's in den Konter. Ah, oh, verdammt, ich hätte runter weiterlaufen müssen. Komm, schade. Wieder oben lang. Gut gespielt. Schöner Fußball. Richtig schöner Fußball, den ich hier spiele. Und das ist ein Foul.
Aber jetzt wird auch er langsam stärker, weil mir hier ein bisschen die Puste ausgeht. Der wird nochmal die Drehung machen. War ganz klar. Schade. Den wollte ich ihm nicht geben. Ja, 1-0 nur hinten. So ist es halt. Okay, Aubameyang. Oh, kann den Ball nicht stoppen. Ganz oben. Einfach mal der Versuch. Komm, geh ins Kopfballduell. Gut gemacht, Junge. Ah, schade, Aubameyang kommt auch nicht ran. Direkt der Angriff wieder. Alles zustellen, was er da hat. Ah, ich hab da schon passen gedrückt. Shit. Jetzt geht's in die andere Richtung. Jetzt könnte es gefährlich werden. Okay, dranbleiben. Hummels, macht das gut. Piszczek, schön. Oben lang. Okay, Einwurf. Alles ohne Probleme. Schiedsrichter ein bisschen im Weg. Naja, egal. Kampel. Schön durchgesteckt. Kagawa wird gezogen. Oh, zu früh der Kopfball. So, wieder alle Lücken zumachen. Direkt reinlaufen. Alles zu. Wunderbar. Okay, wieder Aubameyang. Wieder ganz stark. Komm, Kagawa! Ja! 2-0! Super verdient! Und da habe ich den Ball doch ziemlich vertändelt. Eigentlich darf ich den gar nicht so spielen. Aber hab noch Glück gehabt. Und dann gut geschossen von Kagawa. Und da ist das Ding drin. Ganz ehrlich, Leute, das erfordert super viel Konzentration, so zu spielen. Das glaubt man gar nicht. Weil man auf alles achten muss, was der Gegner so macht. Oh, Kagawa, komm, Junge. Oh, fuck it, Alter, wie fliegt der durch die Gegend? Direkt wieder Druck machen, der wird da durchstecken. Gut gemacht. Okay, und wieder Konter. Läuft. Abseits. Shit. Wieder drauf. Alter, komm schon, das ist ein Foul. Luis Suarez. Und da ist Aubameyang wieder unterwegs. Go. Komm. Was? Da geht mich doch an. Außerhalb des 5-Meter-Raums. Ich hab nichts gemacht. Oh, doch, ich habe ganz viel gemacht. Ist alles okay, Aubameyang! Wieder nichts. Und gefoult, wunderbar. Finde ich gut, denn der Pass war scheiße. Ich bringe den jetzt einfach mal stark hier in die Lücke rein. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Tut's nicht. Aber das Risiko kann ich ja ruhig mal gehen. So, dann lasse ich jetzt erstmal noch ein Stück laufen. Da wollte ich ihn eigentlich stellen. Jetzt muss ich mitlaufen. Der wird drehen. Der geht nochmal in die Drehung. Das war klar. Ist egal. Der muss hier in dem Moment weg. Komm, Aubameyang. Komm, Junge. Komm. Ja. 2-1 gegen den Torhüter. Kommt der Pass! Tor! 3-0!
Ja, das ist gut. Damit komme ich klar. Ah, schönes Tag. Das macht Laune und Spaß auf noch viel, viel mehr. Komm, setz nach. Ich werde jetzt sicherlich nicht nachlassen. Ganz unten ist Campbell unterwegs. Der kann jetzt erstmal nach innen ziehen. Und da kommt der Pass. Und da ist Kagawa unterwegs. Und immer noch Kagawa. Und Kagawa. Und Kagawa. Und das 4:0. Eigentlich mit dem Versuch hinzutunneln. Und dann schön gemacht. Doch nicht zu dem. Der andere war gestattet. Campbell war gestattet oder Schmelzer oder was weiß ich wer. Irgendeiner war da gestattet. Und zwar richtig schön. Komm mal, Aubameyang. Da ziehe ich mit zurück. Ist mir scheißegal. Ich gebe hier Vollgas. Und wenn es jetzt eh schon durch ist, dann ist es durch. Völlig egal. Ich will hier noch mehr. Egal. Ich wollte nochmal mit der Hacke durchstecken nach oben. Schade. Aber 4:0. Campbell hat sich ein bisschen verletzt. Ist doch völlig egal. Juckt doch keinen. So saustark war das jetzt gerade. Locker das 4:0. Überrannt haben wir sie. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Ciao.